So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich mit den Altteilen von der RS4 Limo 1.0 los, beziehungsweise weiter. Und an dieser Stelle freue ich mich besonders, euch diesen Typen vorzustellen. Michael, wir sind in der Nähe von Stuttgart. Wir haben uns tatsächlich heute das allererste Mal persönlich kennengelernt, obwohl ich eigentlich meine Getriebe, ich glaube, seit 10 Jahren zu dir bringe. Bestimmt, ja. So, würde ich mal tippen. Ne? Das heißt eigentlich vom ersten bis zum letzten Limo-Getriebe. Was leider nicht ganz so schön aussieht, aber da kümmern wir uns heute drum, sind die fast alle durch deine Hände gegangen. Immerhin. Genau, genau. So, das heißt, Michael ist Spezialist für Getriebe, alles querbeet eigentlich, ne? Und ja, wir haben so über die Jahre dann doch ganz gut was, ich sag mal, entwickelt, uns überlegt, kaputt gemacht, wieder heile gemacht. Genau. Ne? Ich sag mal, ein paar Sachen sind da ja schon so durchgegangen, ne? Ja. So, letzter Step war jetzt 1. bis 6. Gang von dem Donoctan, das Dockgetriebe. Mhm. Und jetzt wollen wir heute mal gucken, ob das noch zu retten ist. Was hast du? Gehäuse auf jeden Fall schon. Also das Gehäuse hat sehr hohe Temperaturen aushalten müssen. Das ist definitiv Schrott. Was das Innenleben angeht, wird man dann sehen. Müssen wir dann mal schauen, ob Anlassfarbe da sind. Mhm. Einfach mal Bestandsaufnahme. Weil als ich es gestern vom Motor abgezogen habe, fand ich es eigentlich von der Welle her, war ich schon mal überrascht, dass das noch so einigermaßen gut aussieht. Weil der Rest dazu, ja, Schwungrad und Kupplung sieht so aus. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Strahlen, dann geht es wieder. Ja, das Problem ist, die Druckplatte ist aus Alu, die können wir auf gar keinen Fall wieder einbauen. Naja, eine Kupplung, die so Temperatur bekommen hat, auch nicht. Ja, und ja. Das Schwungrad, ja, das Problem ist, wenn so ein Schwungrad abreißt, ist halt so richtig Baustelle. Ja. Und das kann halt auch so richtig gefährlich werden, weil die Dinger schießen dann wirklich komplett einmal durchs ganze Auto. Genau. Und stecken dann irgendwo. Oh. Deswegen ist in Amerika bei den ganz großen Dragstern ist es sogar Pflicht, die haben so eine Weste drumherum. Wie so eine coole, sichere Weste, dass falls aus der Kupplung da was rausfliegt, das nicht in den Innenraum kann. Ne? Das ist so ein Kevlar-Mantel, ja. Oder was auch immer. Ja, gibt es zwei Versionen. Gibt es einmal als Kevlar-Mantel und gibt es einmal auch aus richtig dicken Stahl. Ne? Mhm. Ja, Diff sieht leider auch nicht viel besser aus. Das war auch von dir. Da ist eine Quave-Sperre drin verbaut. Was denkst du, warum ist hier so ein Loch drin? Kann das sein, dass das Öl da drin angefangen hat zu brennen durch die Wärme und das dann... Das Gehäuse hier ist oben eh ziemlich dünn. Da ist nicht viel Material da. Ah, okay, das ist eh so dünn. Ja, das ist eh so dünn, ja. Ich dachte schon, das wäre so, nee. So dünn geschmolzen, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist schon ziemlich runter geschmolzen, aber das Diff-Gehäuse selber ist sehr dünn. Das heißt, da muss nicht viel Wärme kommen? Nee, und dann je nachdem, der Tank ist da drüber, da ist alles, also da ist eine Wahnsinnshitzequelle da gewesen. Dann fängt das Öl an zu brennen und dann kommt noch die Hitze von innen. Und also ist halt krass, ja, das war mal der Halter hinten, der sitzt normalerweise hier so. Das ist halt einfach alles weg. Ja, so, das Coole an dem Michael ist, wenn das Getriebe fertig ist, sieht das nämlich genau wieder so aus. Das nehmen wir nämlich nachher mit. Das ist für Matze aus Hannover, ein Kumpel von mir. Ja, man könnte eigentlich sagen, neu, nur geiler. Besser. Besser. Ja. Das hat mit dem Serienstand eigentlich so nichts mehr zu tun. Mhm. Da wird ein paar Verbesserungen noch gemacht, verschiedene Ölbohrungen, was ich dir mal kurz gezeigt habe. Und totales Handmade halt, also alles von Hand zusammengebaut, nicht jetzt über die Linie oder so. Ja. Sondern wirklich alles spezial. Genau. Ich weiß auch, wir haben da über die Jahre viel getestet mit Beschichten, Strahlen, Phosphatieren und was da alles so schon gemacht wurde. Ne? Ja, jetzt überlege ich gerade, welche Reihenfolge am sinnvollsten ist. Was man an so einem Getriebe alles machen kann, würde ich sagen, gehen wir Stück für Stück später drauf ein. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an und zerlegen das Ganze. Du sagtest, am liebsten würdest du das jetzt einfach einmal strahlen. Genau. So, Problem ist, ich würde es gerne in dem Zustand, wie es hier ist, erhalten. Das heißt, die Innereien können natürlich raus, aber das Gehäuse etc. würde ich schon gerne so lassen. Das heißt, wir müssen uns da jetzt irgendwie so durchkämpfen. Schaffen wir. Schaffen wir? Ja. Okay. Müssen wir halt Nasenklammern ein bisschen. Ja, wir haben es auf dem Hinweg schon gemerkt. Leicht, ja. Die Technologie vom Film ist halt noch nicht so weit, dass halt die Leute... Das wäre aber cool, ne? Das wäre cool, ja.
Nicht immer. Ja, nicht immer, aber wäre schon, nochmal, wär schon ja. mal eine neue Liga. Genau. Ja, ich würde sagen, wir zerlegen das und dann können wir euch nämlich auch mal so ein bisschen... Dabei fällt mir übrigens ein, eins unserer allerersten Videos auf dem Channel, wenn es nicht sogar das erste war. Das war das erste, was wir gedreht haben, aber das zweite, was online gekommen ist. Das war theoretisch auch genau mit dem Getriebe und mit der Kupplung. Eigentlich auch witzig, ne? Hm. Da hatten wir nämlich die Dreischeibenkupplung eingebaut und waren bei dem Don Octan und der hatte den 5.6. hier reingemacht, das Dock. Ich glaube, es war seitdem auch ungeöffnet. Okay. Es müsste 2018 gewesen sein. Das war Ende 2018 und ich meine 2019. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es nochmal auf hatten oder nicht offen hatten. Wir hatten es auf jeden Fall diverse Male offen. Problem war immer bei dem Getriebe, also Unterschied zwischen dem Getriebe und dem Getriebe ist, also erstmal grundsätzlich 01E-Getriebe, 6-Gang, eigentlich ab Werke muss man wirklich sagen, schon eigentlich ganz gut standfest. So? Ja, sobald halt der RS4 aufgeblasen ist, dann ist es vorbei. Die Freigabe war eigentlich nur 450 Newtonmeter. Aber jeder weiß, jeder RS4, wenn er einen ordentlichen Sprit hat oder sonst was, geht schon über 500. Ja. Und da ist eigentlich die Grenze halt relativ schnell erreicht, aber es hält eigentlich auch länger. Oder 1300. Ja, deswegen, wenn der Philipp Anruf war, Michael, mein Getriebe, also es und war, mehr PS. Also da muss ich wirklich ehrlich sagen, bevor wir diesen Zahnradsatz von dem Ben reingemacht haben, war es halt wirklich leider so, also ich persönlich fand immer noch, dass sie gut gehalten haben, dafür, dass sie Serienteile waren, davon immer nicht vergessen. Und wir haben uns ja auch übersetzungsmäßig da so viel aus verschiedensten Getrieben so, ich sag jetzt mal, was zusammengesucht, bis das wirklich dann so gepasst hat. Aber ich fand, eigentlich war das immer okay. Also es war jetzt nicht so, weil man kennt das ja zum Beispiel Golf 3 VR6, wenn du da mit dem 02A-Getriebe 300 PS fährst, dann gibst du genau einmal Gas und das ist kaputt. Vorbei. Und selbst hier mit 1000 PS ist es schon so, dass du ein paar Mal Gas geben kannst, bis da vielleicht mal was passiert. Und dann war es tatsächlich jedes Mal bei mir so, bevor etwas abgerissen ist, hat es sich immer angekündigt. Also es war nie wirklich so zack ab, sondern man hat immer schon vorher eine leichte Unwucht gespürt, man hat den Gang auf einmal jaulen hören und so weiter. Das größte Problem an dem Getriebe ist die Hauptwelle, erster Gang. Da ist der erste Gang Google gestrahlt, also der ist sehr hart. Und die Welle im Vergleich sehr weich und dann fängt die an zu fressen. Aber man hat auch teilweise solche Räder wieder eingebaut, weil wenn ich eine neue Welle reinbaue, nach 1000 Kilometern sehe ich schon leichte Laufsprünge, dann fängt das wieder an. Und im ersten Gang ist halt ein leichtes Geräusch zu spüren, aber es funktioniert weiter. Das nächste Problem ist die Synchronisation, die Einfach-Synchronisation, die macht halt viele Probleme. Dann hat man eben... Einfach heißt dritte bis sechste Gang? Komplett. Komplett alle? Komplett. Alle einfach bei dem Gefühl. Erste, zweite Gang hat man früher normale Synchronringe drin gehabt. Der zweite Gang war molybdän beschichtet. Dritte Gang war auch molybdän beschichtet. Vierte, fünfte, sechste war wieder normal wie der erste. Und da hat man halt viele Probleme gehabt. Dann hat man dann im Kundendienst die Carbon-Schaltmuffe dann eingebaut mit Carbonringe. War wesentlich besser. Ist die dann für erste und zweite oder nur für den zweiten? Erste und zweite. Erste und zweite, obwohl man ja eigentlich den Synchronring für den ersten in unserem Betrieb eigentlich nur zum Losfahren braucht. Genau. Übertrieben sagt, weil von uns schaltet ja keiner vor der Kurve noch mal den ersten runter. So. Genau. Aber komisch ist, der erste Gang ist oft auch mal mit verrundet, die Schaltverzahnung. Deswegen hat man das dann auch mit so gemacht. Dann dritte, vierte, fünfte, sechste, die mache ich dann auch immer in Molybdän. Die hat es früher mal als Carbon sogar gegeben, also die kleine Ausführung. War super, den Menschen gibt es nicht mehr, schade. Deswegen baue ich das heute auch noch mal. Hatte ich die auch mal drin? Ne? Doch, du warst, glaube ich, derjenige, wo die mal drin gehabt hat. Okay. Ich habe die sogar noch drüber im Regal liegen. Also, erste, zweite Gang weiß ich, das war ja immer so dieses besagte Upgrade-Kit, was es von Audi mal gab. Dritte, vierte, fünfte, sechste. Doch, du hast die Vollcarbon mal drin gehabt. Ganz am Anfang habe ich die mal reinbaut. Ja, das war immer so ein Thema Synchronisation bei dem Getriebe, war halt wirklich leider immer so, wenn es von dir kam, war das Getriebe wirklich perfekt, hat 0,0 Geräusche gemacht, es ging jeder Gang butterweich und so weiter rein. Das Problem war nur, wenn man dann doch mal einmal unachtsam sich so ein ganz bisschen verschaltet hat, ne, dann war halt gleich wieder vorbei. Genau. Da sind die Schaltverzahnungen sofort oben geköpft, dann gibt es das hier Grat, so ein Grat an der Schiebemuffe und dann haben wir das Problem, oder es kommt immer raus. Weil wir haben ja eigentlich mehr oder weniger, das Einzige, was wir nicht kaputt bekommen haben, ist die eigentliche Schaltverzahnung abzureißen. Das war ja eigentlich nie so. Es war ja immer nur Welle oder Gänge halt. Ne? Genau. Und Hauptwelle zwischen 5. und 6. Gang, da ist eine Ölbohrung drin. Natürlich Sollbohrstelle, damit natürlich so ein Dampfhammer kommt wie der Auto, der reißt das natürlich ab. Haben wir ja auch schon gehabt. Welle abgerissen. Ja, ich weiß noch. Haben wir öfter mal. Also ich sag mal so 2-3 Getriebe habe ich damals pro Jahr immer mal. Das Gute ist, die waren ja dann nicht immer Kernschrott. Das klingt jetzt so, als wenn immer ein neues Getriebe, wir konnten die ja schon immer wieder in Stand setzen. Ja.
Wie ist das so mittlerweile mit Teilen geworden für die Getriebe? Katastrophal. Katastrophal. Mhm. Ab auf den Bock und mal zerlegen. Okay. Bin gespannt, wie das von innen aussieht. Weil jetzt muss man auch dazu sagen, das hat schon ganz gut Leistung wieder gesehen. Wir waren etliche Male mit auf Prüfstand, sind auch ein paar Events gefahren und so weiter. Ist auch noch der Triebsatz drin, wo ich den reingemacht habe? Ja. Okay. Da hat sich nichts geändert seitdem. Gut. So, Michael, Getriebe ist zerlegt. Ja. War doch ein bisschen, bisschen mehr Action als sonst, genau, ne? Ja. Weil selbst Plastikteile in dem Getriebe natürlich geschmolzen sind und die ganzen Schraubenköpfe zugesetzt haben. Genau. Was recht gut zu beobachten war, der hintere Teil von dem Getriebe ist scheinbar relativ warm geworden. Ja. Da ist alles relativ dunkel. Der vordere Teil sieht ein bisschen besser aus. Scheller, ja, genau. So, das heißt, wenn wir uns hier mal fünfte, sechste Gang angucken, sind die Räder schon richtig dunkel und matt. Ob die jetzt farblich angelaufen sind, schwierig. Wissen wir nicht so richtig, ne? Nach der Reinigung sehen wir dann mehr. Die vorderen hingegen, ja, das sieht man ja hier schon. Dritte, vierte Gang. Die Welle, das ist ja noch alles richtig sauber. Hier vorne auch noch. Das sieht eigentlich deutlich besser aus, ne? So, hier seht ihr übrigens die Dockzähne, quasi die Synchronisierung von dem Getriebe. Das ist das ganze Gradverzahnte, was immer so schön jault in jedem Video. Und hier seht ihr, hier fehlen leider schon zwei Ecken vom ersten Gang. Da muss ich allerdings zu Bens Verteidigung sagen, als wir damals das Getriebe zusammengebaut haben, gab es nur noch diese eine Welle. Das war eine Prototypenwelle von ihm, beziehungsweise seine Reservewelle. Und wir mussten es einfach erstmal wieder zusammenschmeißen damals. Und deswegen hat Ben gesagt, komm, bau das erstmal ein. Mehr als kaputt gehen kann es nicht. Hat tatsächlich gehalten. Witzig. Witzig ist auch, trotz, also normalerweise würdest du ja sagen, das muss Geräusche machen ohne Ende. Aber im Gradverzahnte. Genau. So, das hat eh so viele Geräusche gemacht, genau, dass man selbst das nicht gehört hat. Genau. Ne? So, das heißt, hier könnte man sich überlegen, ob nicht jetzt endgültig vielleicht eh eine neue Welle fällig ist, ne? Was wir damals eh machen wollte, Ben aber sagte, nee, komm her, hier, die kannst du ruhig einmal kaputt machen. Das könnte man sich überlegen. Sonst von den Dockzähnen her, die verrunden sich ja immer so ein bisschen, sieht das erstaunlich gut aus, ne? Ja. Das sieht noch gar nicht so schlecht aus, aber das können wir jetzt natürlich auch alles schwer sehen, solange das alles noch nicht gereinigt ist und so weiter, ne? Was haben wir noch gesehen? Hier hinten war das, genau. Ganz hinten in dem Getriebe sitzt ja das Mitteldifferential, was die Kraft von vorne nach hinten verteilt. Und das sah halt alles katastrophal aus, ne? Also da ist wirklich überall Plastik drin. Das ist schon richtig heiß geworden alles. Das heißt, da würdest du lieber nichts mehr von nehmen. Nein. Man sieht auch hier die Feder, die ist normalerweise so lang, so. Mhm. Die ist so heiß geworden und durch den Druck, was sie hat, durch die Erwärmung ist sie dann nach dem Erkalten so stehen geblieben. Kurz geworden, ne? Ja. Grundsätzlich war es auch so, dass alle Schrauben lose waren, ne? Ja. Waren alle Schrauben an dem ganzen Ding lose. Und so manche Teile wiederum, wie dann hier vorne, Simmeringe aus Kunststoff, die sind dann wieder noch da. So, generell das Diff vorne sieht gut aus, ne? Ja. Das ist auch noch richtig schön sauber. Also ich würde mal behaupten, das kann man auf jeden Fall noch wieder nehmen. Ich werde das auf jeden Fall aufmachen, nach dem Lamellenpaket schauen. Ne, Quatsch, das ist ja Quave, sehe ich gerade. Ja, genau. Ja, das ist ein Quave. Wobei, da muss ich dazu sagen, differenzialmäßig kommt dieses Mal was anderes zum Einsatz bei dem Getriebe. Das heißt, wir werden vorne eine Drechslersperre reinmachen. Und die sind sogar gerade dabei und produzieren ganz neu für ein Rennsportteam auch das Mitteldifferential.
So, deswegen gehen wir auf die Thematik auch noch nicht zu viel ein, weil da kommt auf jeden Fall noch was, wie wir ganz genau erklären, wie, wo, was, Differential etc. Ne? So, okay, also das Gute ist schon mal, es ist nicht komplett Kernschrott, aber es ist schon viel Schrott. Ja. So, Gehäuse und so, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ne. Nee, so lose wie die ganzen Schrauben und so weiter waren, ne? Ja. Wenn da irgendwas nicht passt. Hier mit den ganzen einzelnen Zahnrädern muss man jetzt einfach gucken, die wolltest du jetzt zerlegen? Ja. Reinigen? Reinige. Dann wolltest du die mit bei dir auf Arbeit nehmen? Genau. Das muss man nämlich dazu sagen, das ist nämlich das Coole. Michael arbeitet nämlich bei Getrag, ex-Getrag früher, wo die Getriebe auch ursprünglich herkommen. Das ist nämlich ein Getrag-Getriebe. Und da kannst du auch eine Oberflächenhärte-Messung. Da habe ich jemanden, da frage ich, ob das möglich ist und wird bestimmt was möglich, weil ich mit dem Chef rede. Aber ich denke schon. Der feiert das bestimmt. Ich denke schon, dass es geht. Wir wollen ja die alten Getriebe von Getrag quasi weiterleben lassen. So, genau deswegen hat Michael nämlich auch so viel Erfahrung, weil du damals schon diese Getriebe gebaut hast. Ne? Genau. Das heißt, die sind damals alle niegelnagelneu, jungfräulich bei dir durch die Hände gelaufen. Ne? Genau. Ja, okay. So viel erstmal dazu. Also, man kann sagen 50-50. Ja. Ein paar Sachen sind zu gebrauchen. Mhm. Selbst sowas wandert nicht in den Müll. Das kann man auch wieder mal sich für ein Reservegetriebe oder so zur Not beiseite legen. Das geht schon. So, beim Diff wiederum sieht das anders aus. Das ist jetzt das Paradebeispiel dafür, wie man es eigentlich erwartet hätte. Ihr seht alleine schon, wie matt und rußig und verkokt das alles ist. Das heißt, selbst das Öl wird da drin so richtig, richtig gebrannt haben. Ist ja auch kaum noch Öl über. Und ja, wenn man sich den Sperrkörper hier so anguckt, ja, der hat halt schon, selbst auf den Lagern und so sieht man das, ne? Das ist alles schon leicht bläulich und hat alles richtig Temperatur bekommen. Ne? Hier sieht man es auch gut. Auf der Seite. Hier. Wie blau angelaufen das alles ist. Also das können wir definitiv nicht mehr nehmen. Nee. Durch die Hitzeeinwirkung wird das Material weich, verformt sich eventuell sogar auch. Also ich würde es nicht mal verbauen. Und das heißt, selbst wenn du es vermessen würdest und es wäre von Maßen her so weiter okay, ist immer das Risiko, dass die Verzahnung dann nicht mehr hält und so weiter. Ja, also das wird der ganze Körper selber durch die Hitzeeinwirkung. Ja. Okay, also das leider einmal Tonne, beziehungsweise wir wollen die ganzen Teile ja nicht wegschmeißen, sondern wir versuchen es irgendwie zu konservieren. Konservieren, ja. Konservieren, das ist nicht ganz so, weil der Gestank verbranntes Getriebeöl, jeder kennt ja schon den Gestank von Getriebeöl und dann noch verbranntes Getriebeöl, ist wirklich die Hölle. So, ja, so viel dazu. Zerlegen, messen, gucken, was wir gebrauchen können und dann geht es weiter, wie wir das Ganze wieder zusammenbauen und dann kriegt er auch noch mal jede Menge Technik zum 01E-Getriebe.